Dann begrüße ich euch doch schon mal zu unserem heutigen Spiel. Eine entspannte Runde Rätseligkeit mit Manifold Garden. Eventuell kommt das Spiel jetzt auch bald mal auf den Screen. Na, wo ist es? Das wollte ich ja eigentlich schon letzte Woche angefangen haben, aber dann kam ja das Steam Game Festival dazwischen und habe es deswegen verschoben um eine Woche. Aber ich habe da Bock drauf und eventuell, ich weiß noch gar nicht, ich habe gar nicht gecheckt, wie lang das theoretisch ist im Durchschnitt. Aber je nachdem, wie es mir gefällt, könnte es auch sein, dass wir das komplett durchspielen. Ja, dann würde ich sagen, legen wir doch einfach mal los. Gut, empty safe. Und hi Asya, wie geht's dir? Gerade rechtzeitig. Dir geht's gut, das ist schön. So. Steuerung, WASD und Maus. Mit Freunden unterwegs, was habt ihr gemacht? Oh, der läuft aber schnell. Da ist eine Treppe. Mit Leertaste kann man... What? Hä? Okay. Mit Leertaste kann man scheinbar nicht Treppen laufen, sondern die Wände hochgehen. Da haben sie mich aber bambuselt. Waren am Markt, unser Karstadt schließt, alles leergeräumt. Okay, das heißt, wir können also scheinbar... Die Welt drehen. Was ist das denn? Ein Knopf. Ja, was sagt denn, du warst ja bei Wir machen Druck. Was steht denn? Steht da irgendwas da an deinem? Da gibt es ja einen Bereich für deine Bestellung. Wenn da nichts drin steht, dann wird wahrscheinlich auch nichts kommen. Tada! Gastbestellung via PayPal. Na gut, das ist Mistakes have been made. Er könnte, ich weiß nicht, wahrscheinlich braucht man das, dass der so schnell läuft, aber der könnte gerade, der läuft mir fast schon ein bisschen zu unentspannt. So schnell wie der ist. Hat WASD und Shift? Kann ich da noch schneller laufen oder was? Ach du Scheiße. Spiel macht mich jetzt schon komplett auf den Kopf. Gucken wir erstmal raus. Auf jeden Fall ein schönes Spiel. Grün. Was ist das hier? Achso, da geht die Tür dann auf. Dann können wir da rein. Sehr treppig. Wo denn? Das heißt, wir sollten wahrscheinlich das Ding mitnehmen, oder? Ach, das war's schon. Gar nichts mit der. Von hier sind wir gekommen, ne? Aber mit dem Ding gar nichts gemacht. Ja, also normalerweise solltest du da schon eine Benachrichtigung kriegen, aber. Das heißt, du bist zu spät für Rabatte, Rabatte, Rabatte. Schade.
Kann ich auch so an die Wand springen? Und Hallöchen, Clive. Wie geht's? Nee, das geht nicht. Wir müssen schon Spider-Man-mäßig die Wände langlaufen. Aha, da komme ich dann wahrscheinlich nicht mehr raus, oder? Aber was soll mir das sagen? Oh, der Style gefällt mir aber. Muss ich echt hier so eins die einzelnen Treppen lang oder was? Da kann ich einfach runterhüpfen. Tada! Muss ich hin? Da muss ich hin. Hab ich denn jetzt verloren? Bei dem anderen, neben den anderen habe ich ja da, die, jetzt ist das, hier ist es ja quasi andersrum. Ach so, den kann ich echt nur benutzen, wenn ich nicht an der Wand bin, also auf dieser Seite ist, dann ist er auch nur aktiv. Gut. Dong. Candies Kuchen. Wir haben doch gerade erst gegessen. Oh. Geht ein Weg lang. War denn eure Woche bisher so? Heute ist entspannter Walk-and-Talk-Abend. Nuschi ist dumm. Falsche E-Mail-Adresse. Regulatius Leibniz-Kekse. Non-Sponsor. Weiß nicht. Ich mag ja die, ich vergesse nur mal den Namen davon. Aber ich mag ja die von dieser rötlichen Packung. Ein Knopf vergessen weiterzudrücken. Sehr gut, Nuschi. Like a Pro. Muss ich den anderen mitnehmen? Wir haben doch hier gar kein Grün. I did what you see there. Okay, die rötlichen kennst du auch. Ob man geht hier gerade. Okay, doch nicht. Nick ist in die Küche gegangen. Überhaupt noch? Ja, ich glaube, wir haben noch welche. Glaub, die sind noch nicht alle. Wieso, welchen machst du denn jetzt? Oder welchen willst du jetzt nicht mehr machen? Und außerdem musst du doch wissen. Also ich finde halt King, Krabbe und Bär finde ich am coolsten von den Emotes. Du hast Wut gemacht. Du meinst das mit dem anlaufenden Hallöchen Johnny. Wie geht's? Oh boy, ist das ein Baum? Ein Cube-Baum. Müde. Mir geht's komisch, ich bin komischerweise immer nur auf der Arbeit müde.
Aber wenn die Arbeit vorbei ist, bin ich mit mal ganz spontan super gut drauf. Ist nicht komisch. Ihr sagt, ist die Musik? Kann das sein, dass die Musik jetzt doch ein bisschen zu laut ist? Ich mach mal noch eins, doch wieder eins niedriger. Warum zweifle ich überhaupt an meiner 3? Ich mach doch sonst immer 3. Ein Geheimnis ist immer müde sein, okay. Muss ich hier noch irgendwas erkunden? Soll ich vielleicht noch gucken, was da oben auf dem Baum ist? Nix. Auf dem Baum ist nichts. Verknotet sich euer Hirn auch schon so ein bisschen oder ist das nur... Ist das nur in meinem Kopf so? Zitate-Krabben-Emote? Was, wie, wat, wie? Also A, Emote und B, was denn für Zitate? Und außerdem, wir haben ja schon zu viel, also wir haben eigentlich zu wenig Slots für zu viele Emotes. Also jetzt schon. Ob es hier auch irgendwelche Secrets gibt zum Entdecken? Kann ich hier runterfallen? Ja, ich glaube schon. Emote, was du dahinter und davor packen kannst. Nimm noch einfach Anführungszeichen. Dann nimm doch Guillemons. Die sind nicht so langweilig wie Anführungszeichen. Aber ich weiß leider Kürzel dafür nicht auf dem PC. Aber ja, es gibt ja auch bei vielen so Quote-Commands. Aber dafür müssten wir erstmal ein paar Quotes sammeln dann auch, weil ich vergesse sowas halt dann leider immer. Aber wenn du gute Quotes hast, die ich mal gemacht habe und dich dann noch dran erinnern kannst, oder die immer wiederkommen vielleicht, dann können wir mal über einen Quote-Command nachdenken, wo man sich dann einen random Quote in den Chat ballern lassen kann. Ich glaube, Johnny hat sowas, meine ich auch. Johnny Sprüchen. Oh, scheiße, ich bin runtergefallen. Das war natürlich intended. Nein. Bei mir nicht. So, hätte ich jetzt einen Würfel mitnehmen sollen? Hatten wir? Scheiße, wir hatten noch einen Würfel, ne? Fatsch. Da war ja noch ein zweiter Würfel an dem Baum. Also wir müssen ja nochmal runterspringen. Genau, nimm einfach das Clown-Emote dafür. Wenn du ein Quote clown willst. You know what I mean. Jemand Höhenangst oder Fallangst? Fallangst. Ich auch. Aber wird schon. So, wir können jetzt da durchgehen. Wir können aber auch hier. Wir können auch hier die unendliche Treppe hoch oder runter laufen. Eine Meme-Krabbe. Aber geht das jetzt nicht? Guckt mal, wie lang das ist. Wir laufen jetzt gerade hier. Oder warte mal, da ist aber was, ne? Oder ist da? Ach nee, das ist nur der Vorsprung. Das geht
ewig lange, also die Treppen. Oh, was ist das denn? Ah, ne, das ist auch noch von unten. Die Angst vor Männern mit Speeren. Fallangst. Ich gehe wieder hoch. Ich glaube, das wird sehr lange dauern, bis wir die ganzen Treppen runtergelaufen sind. Wobei es hier schon... Man sieht halt leider den Cursor nicht so richtig. Aber da, wo jetzt quasi dieses Kästchen ist, was ich wegmachen kann, da ist ja scheinbar schon irgendwas. Aber dafür müssten wir... Versteht die Frage nicht ganz, Angi. Ist das eine ernst gemeinte Frage oder eine Gag-Frage? Der Soundtrack ist geil, hat so ein bisschen Blade Runner-Vibes. Ich glaube, ich würde mir sogar den Soundtrack selber noch ein bisschen lauter machen. Ich kann gar nicht lauter machen. Ich habe ihn schon so laut. Verdammt. Ah, okay. Also ernst gemeinte Frage. Gut. Ja, könnte sein. Hat sie einfach Schniedel in den Chat geschrieben. Wir sind doch Kinder. Glaube ich. Ich hab's vorgelesen. Ja, das ist aber groß hier. Groß aus der Küche. Aber warte mal, hier war ja gerade der Cursor so andersfarbig. Heißt das, ich hätte jetzt hier auch so machen können? Aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Oh boy. Ich glaube, wir müssen einfach nur wieder runterspringen, um nach oben zu springen. Easy peasy. Das könnte ja aber auch so ein District aus Cyberpunk sein. Ein riesiger... Gebäudekomplex mit 2 Millionen Wohnungen. Boah, ich schaff das gar nicht. Nehmen wir die nächste. Trrr. Aber ich frag mich halt echt, ob ich ein bisschen aufmerksam sein muss, ob es irgendwelche Secrets gibt, die man finden kann. Klack, 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 klack. Klapper Strauß. Boah. Warum sind das denn jetzt so Dreiecke? Vierecke. Verbunden über diese riesigen Treppen. Aber ist das ein anderer Bereich oder ist das der gleiche Bereich, nur auf dem Kopf oder auf der Seite? This is going. Hier ist irgendwelche. Oh oh. Das ist jetzt wie Superliminal nachher auch wieder ein Horror-Game. Komischen schwarzen Wirbeln. Bleiben die weg oder kommen die wieder? Die kommen wieder. Hey. Wollte ich nicht, ja. Ich bin so gewöhnt, dass das Leertaste springen ist, aber ich kann hier gar nicht hoch. Wir hier hochlaufen. Oh boy. Alles klar, Munken. Wo noch was kaputt geht. Dafür will ich nicht verantwortlich sein.
Kann ich das denn jetzt irgendwie machen, dass ich hier klüger... Ja, auch Munken, danke fürs Reinschauen und viel Spaß beim Spekulatius-Essen. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Hier wollte ich doch gar nicht hin. Bin ich in der Rotwelt. Rotwild. Könnte natürlich auch sein, dass wir jetzt hier irgendwie was machen müssen, um dann da die Blubbeligkeit in der Mitte wieder zu fixen. Gehen wir hier nochmal runter? War das die Stelle? Doch. Das war wieder so ein langer Weg. Scheiße. Bin jetzt schon komplett verloren in dem Level. Oder wie die Jugend sagen würde, lost. Wie bin ich denn jetzt? Warum ist das hier so dunkel? Der Stroh. Hier ist wieder so ein komischer Baum. Ah, scheiße, jetzt bin ich komplett, hab ich mich komplett verlaufen. Alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Hey Kel. Na, wie geht's? Ich glaube, das Problem ist jetzt auch, dass wir gerade nicht so richtig wissen, was wir machen müssen. Ist einfach nur, weil ich so verkackt habe. Hat's endlich geschafft. Juhu. Wie geht's dir? Ah, hier sind nämlich auch so Grisseligkeiten. Jetzt habe ich halt nur komplett verloren, wo der Anfang war von dem ganzen Rätselkram hier. Ich würde jetzt eigentlich gern wieder irgendwie dahin zurück, wo wir angefangen haben, aber keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ich erkenne es aber auch noch nicht mal so richtig. Wo haben wir denn angefangen? An welcher Stelle? Ich hatte gerade noch eine Mail, dass ich eventuell noch das Tattoo machen kann, was eigentlich zu teuer ist. Hast du es Nushi denn verraten, wie teuer das? Wie teuer das Tattoo wäre? Oder noch nicht? Nee, hast du nicht. Willst du aber auch nicht. Ich meine, ich kenne mich mit Tattoo-Preisen jetzt nicht sonderlich aus, aber ich würde jetzt mal so schätzen, irgendwas 200, 300 Euro oder so ist, glaube ich, schon einigermaßen realistisch, meine ich, glaube ich, würde ich mir vorstellen. Kennen wir hier irgendwas wieder? Wo habe ich angefangen? Deutlich mehr als das. Weil sie famous ist. Ja, auch infamous. Kann man auch, während man fällt hier irgendwie. Ah, guck mal. Da hinten ist was. Warte mal, da gehen wir hin. Da ist noch was. Also schaffe ich das? Kriege ich das gedreht? Na gut, aber es scheint ja dann noch deutlich mehr als 200, 300 zu sein. Also jetzt nicht nur das Doppelte davon. Sind wir so 100 Euro auf beides drauf. Ist ja nicht mal ganz das Doppelte.
So. Jetzt machen wir einfach hier mal was. Jetzt habe ich es geschafft, irgendwie in irgendeinen Bereich zu kommen. Gucken wir einfach mal, was hier passiert. Okay, also sie will unbedingt, dass du ihr den Preis nennst, oder was? Aber kannst du denn, oder willst du sagen, was es generell werden soll? Vom Motiv? Ich kann dich auch stechen, Nushi. €600! Kaufe ich mir lieber 2, 3 Switches für. Space Blume. Wunderschöne Wasserfarben Tattoos. Au. Entschuldigung. Ich hab gegen das Mikro geschlagen. Oh, geometrisch, das klingt nach etwas, was ich mögen würde. Sieht es ungefähr so aus wie dieses Spiel hier? So, wir müssen jetzt den roten müssen wir da hinkriegen. Dafür müssen wir uns wahrscheinlich den gelben zur Hilfe nehmen. Den aber nicht hoch. Ja, als Mod müsstest du, glaube ich, safe einen Link posten können. So, wir müssen jetzt das Ding da hochkriegen. Dafür könnten wir das irgendwie so machen. Glaube ich. Was passiert jetzt? Müssen wir da irgendwie sowas machen? Was denn? Fällt der jetzt runter? Okay, der fällt einfach runter. Aber wenn wir den vielleicht... So, ist die Frage, ob wir den jetzt überhaupt da hochkriegen, ne? Okay, das kriegen wir schon mal hin. Vielleicht können wir den jetzt so und dann von hier hochheben. Guck mal, das geht ja schon mal. Gibt es eigentlich auch weiße Tattoo-Farbe? Vermutlich schon, ne? Guck mal ganz kurz den Link an. Ist das dann so in die Richtung wie auch das zweite Bild von ihr? Also den Stil mag ich auf jeden Fall. Ja, genau so. Okay, und davon dann... Achso, aber du würdest ja noch... ist wahrscheinlich was größer als einfach nur eine Blume. Naja, sowas ist immer schwer einzuschätzen, finde ich. Generell Kunst ist schon eine schwierige Sache. Also wie gesagt, ich kenne mich ja bei Tattoos nicht so aus, aber wir hatten jetzt ja in letzter Zeit relativ häufig so ein ähnliches Thema bezüglich Kanal-Emotes. Wie viel dürfen Kanal-Emotes kosten pro Emote? Da hatten wir das ja auch so ein bisschen, dass da irgendwie Leute gibt, die natürlich das irgendwie für 5 Euro machen. Nein, Johnny. Dein Internet muss durchhalten, du musst doch noch streamen.
Also es gibt natürlich Leute, die das irgendwie für 5 Euro machen und das heißt nicht immer unbedingt, also finde ich zumindest bei den Emotes, dass die per se scheiße aussehen deswegen. Also es gibt, fand ich jetzt von den Leuten, was ich so gesehen habe, Leute, die das für 5 Euro machen, aber richtig geile Emotes daraus ballern. Und ja, andere sind sich dafür dann aber natürlich auch zu schade, was ich verstehen kann, und nehmen halt pro Emote vielleicht 30 Euro, was ich auch total legitim finde. Ich denke mal, bei Tattoos wird das halt nicht anders sein. Wenn sie gefragt ist, kann sie ja per se schon mal ein bisschen mehr nehmen, damit sie nicht alles machen muss. Und halt sich das anzueignen, diesen Stil und ja, generell Tattoos machen. Hi Manu. Wo muss ich eigentlich hin? Ich muss jetzt da hin. Oh Gott, ey. Das finde ich aber schon schwierig. Wie soll ich das denn machen? Hier irgendwie kriege ich den da oben drüber. Klonk. Lassen wir den erstmal da liegen. Obwohl, ne, wir legen ihn besser irgendwo hin, wo wir vielleicht drankommen. Was los, Nushi? Also wir haben 2 Bäume. Wir haben einen blauen Baum und wir haben einen roten Baum. Blauer Baum hat ein paar mehr Kästen. 10.000 Sticker. Xbox Design Lab ist seit dem 14. Oktober für den Rest des Jahres weg. Seit gestern. Du hast echt ein nices Timing, Nushi, muss ich mal sagen. Erst mit Assassin's Creed Odyssey. Schön Zeit gelassen. Und jetzt den Controller. Das war nix, würde ich sagen. Den kann ich jetzt nicht. Kann den. Ah, okay, der ist dann einfach weg. Komm ich dann an den anderen Baum rein. Ist es jetzt für immer weg? Ach du Scheiße. Das wäre natürlich richtig krass. ...2021 wieder. So, wir müssen ja theoretisch... Ne, wir müssen zwar hier hoch, aber irgendwie anders. Naja, du wirst schon was anderes finden, Nushi. Dann kommt der Controller als später. Du hast ja eh gesagt, du brauchst nicht per se einen Controller. Dann holst du halt was anderes. Aber ich raff gerade überhaupt nicht, wie ich dieses Rätsel lösen soll. Oh boy, vielleicht ist das Spiel nicht gut für meine Art Rätsel. Aber vielleicht habe ich es mir halt auch verkackt, weil ich jetzt so blöd durch diese ganze Welt gefallen bin. Dass ich vielleicht jetzt auch in einen etwas schwereren Bereich gekommen bin, als vielleicht ursprünglich gedacht. Oh, Johnnys Internet stirbt immer noch. Okay, wir haben auf jeden Fall 3 von diesen blauen Dingern. Ich mag ja Rätselspiele, weil die so schön entspannt sind. Da hat man schön Zeit, den Chat zu lesen. Finde ich eigentlich perfekt. Je nachdem, wenn die Zuschauer dazu bereit sind und die Muße haben. Ich weiß, das ist auch nicht einfach bei so Rätsel-Games. Okay, also von hier kann ich den Boden leider nicht drehen. Which is sad. Ist das halt auch ganz gut, wenn man auf dem Schlauch steht, dann eventuell den ein oder anderen Tipp zu bekommen vom Chat, beziehungsweise also von Leuten, die halt das Spiel selber noch nicht gespielt haben. Also ich will jetzt keine Tipps haben von Leuten, die das Spiel gespielt haben und wissen, wie die Lösung ist. Aber Leute, die das noch nicht gespielt haben und miträtseln wollen, wenn ich nicht weiterkomme, ist auf jeden Fall erlaubt. Kann ich denn jetzt hier vielleicht?
Warte mal. Aber so kann ich das nicht, ne? Wo ist denn jetzt? Die Plattform ist quasi da oben. Kann ich das denn irgendwie fallen lassen? Aber ich meine, die bleiben ja alle hängen. Die fallen ja nicht. Also für diejenigen, die auch gerade neu reingekommen sind oder gerade nicht raffen, was ich überhaupt mache. Hier auf dieser Plattform, also quasi hier, nur auf der anderen Seite, also von oben drauf guckend, da muss ich diesen roten Cube hinkriegen. Der Cube ist aber von der Schwerkraft immer nach unten gezogen, das heißt, der wird immer an dieser Fläche bleiben, auch wenn ich den Raum drehe. Und ich werde mir wahrscheinlich irgendwie mit Hilfe der blauen Cubes, von denen ich drei habe, so eine Art Brücke bauen müssen oder so. Problem ist, ich kann den roten auch nur bewegen, wenn ich auf diesem roten Boden quasi bin. Deswegen weiß ich aber auch gerade noch nicht so richtig, wie mir die blauen Dinger helfen sollen. Weil die ja auf der komplett anderen Seite sind. Des Raumes. Wie soll ich die denn nutzen? Bin komplett verloren. Kann ich auch mehrere gleichzeitig tragen? Nope. Okay, und der bleibt auch nicht stehen. Also der wird auf jeden Fall von der Schwerkraft auch angezogen. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwas mit der Treppe zu tun hat. Aber wenn ich so mache, fällt der auch runter. Aua, auf meinen Kopf. Wenn ich so mache, fällt der auch runter. Wenn ich so mache, bleibt der stehen. Fuck. Ruined. Ich probiere jetzt einfach mal Quatsch aus. Das ist die erste Sache, auf die ich komme. Wird wahrscheinlich nicht klappen, aber. Ich baue jetzt einfach hier so eine kleine Treppe, aber vermutlich wird mir das nichts bringen. Aber was anderes fällt mir gerade nicht ein. Deswegen mache ich das einfach mal. Dann werdet ihr schon sehen. Nein. Oh boy. So, jetzt haben wir eine kleine Würfeltreppe gebaut. Ich komme ja bis hier ganz oben, theoretisch. Bin gespannt, ob das gut geht, ich auch. Aber das finde ich ja, also es ist schon mal, it's something, würde ich sagen. Frage ist aber auch so ein bisschen, komme ich denn? Würde das nicht jetzt schon reichen? Kann ich denn, kriege ich irgendwie den Raum gedreht von hier oben? Warte mal, ich will ja eigentlich, wenn ich jetzt hier runterfalle, so mache. Okay, war scheinbar zu langsam. Da kann ich irgendwie so. Hehe. That's funny. Keine Ahnung, ob das die gewollte Lösung war, aber ich nehm's mit. Mir doch egal. Okay, müssen wir, glaube ich,
Einfach nur noch so. Puh. Das hat schon ein bisschen wehgetan im Kopf. Muss ich sagen. Mein Gehirn... Oh. Mein Gehirn ist schon leicht verknotet. Oh, man fällt so schnell, ey. Nein, ich will wieder zurück. Ich denke immer, man kann springen. Ich bin irgendwie so gewöhnt, immer Leertaste zu springen, statt die Perspektive zu wechseln. Oh. Warum ist das denn so einfach? Das verstehe ich nicht. Das ist aber wieder das gleiche Prinzip vermutlich wie in dem anderen Rätselraum. Das heißt, wir nehmen den wieder mit. Irgendwas. Hierfür nämlich. Und dann haben wir vielleicht den ersten Bereich schon gelöst. Aha. So sieht's nämlich aus. Und Hallöchen Chris. Aus dem Lurky Lurk. Dann lurk mal schön. MC Escher freut sich, MC Mac. Ich weiß gar nicht, wie heißt der denn eigentlich? Warum sage ich immer MC Escher? Ja, ja, das finde ich aber auch. Also deswegen mag ich den Stil auch irgendwie so, glaube ich. Je nachdem, wie mir das Spiel gefällt, kann ich ja dann auch wieder überlegen, der krasse MC. Kann ich ja wieder überlegen, ob mir irgendein wieder ein Darkrap Crossover einfällt mit meinem Logo, dass ich hier sowas logomäßig machen kann mit so einem sich wiederholenden Gebilde. Ich meine, ich habe ja sowas ähnliches auf meinem Twitter-Kanalbild. Da habe ich ja auch sowas mit leichter Perspektivenverdrehung. Aber naja. Darkrap Crossover. MC Escher. Designs mischen. Das wäre lustig. Aber was meinst du damit? Es gibt doch schon ein Crossover. Ich meine, ich habe ja die Hollow Knight Krabbe, die habe ich eigentlich fertig gemacht, aber das ist ja auch ein Crossover. Darkrap Crossover Hollow Knight. Dann habe ich ja in The Witness habe ich ein Crossover gemacht mit meinem Logo. Weiß gar nicht, wo ich noch ein Crossover gemacht habe. Mit anderen Streamern? Nee. Mit Spielen, die ich mag. Andere Streamer. Ob ich andere Streamer mögen würde. Pathetic. Ah, ich bin wieder so weiß. Ich glaube, von meiner ersten Geldauszahlung auf Twitch muss ich mir mal ein neues Light kaufen. Was ich dimmen kann, damit ich nicht mehr so komplett käseweiß bin. Anki Crossover mit Krabbe. Naja, es gibt ja zumindest Krabbe und Äffchen, aber das hast du ja, glaube ich, im 500er Stream gesehen. Was da so alles passiert ist. Gut, dann machen wir mal den roten Bereich, würde ich sagen. Seid ihr bereit für den roten Bereich? Mit. Achso, den kann ich nur drücken, wenn ich auf diesem Boden bin. Hä? Ah, ich kann den aber auch. Aha, man kann auch den Würfel an den Leertasten. Das ist ja interessant. Das sind wahrscheinlich jetzt erstmal so Lernrätsel, wo ich so Basic Mechanics wieder lerne und dann kommt nachher so ein krasses Mega-Level, wo man alles irgendwie kombinieren muss, wo ich überhaupt nichts hinkriege. Reicht.
So, jetzt haben wir wieder... Oh nein, wir haben wieder zwei Bäume. Okay, also wir haben einen Block vom Grün und zwei Blöcke vom Roten. Das heißt, einen können wir zum Stoppen verwenden und einen können wir direkt draufpacken. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich irgendwie hier so... Vielleicht... Bringt das was? Lassen wir den einfach hier liegen. Dann gehen wir hier hin. Die Fläche drauf. Schnappen uns den. Ach scheiße. Kann ich den damit verschieben? Nein. Okay, das heißt, der muss hier hin. Wird wahrscheinlich nicht reichen, ne? Das heißt, wir müssen erst was mit dem Roten machen und dann mit dem Grünen. War natürlich klar, dass man das nicht so einfach machen kann. Das war ja wieder mal klar. So. Komm, gib mir den Würfel. Nee. Nee, nicht. Ihr könnt noch folgen. Ansonsten, wie gesagt, ihr dürft natürlich auch irgendwas anderes erzählen, wenn euch irgendwas auf dem Herzen habt oder ein Thema, über das ihr gerne reden wollt. Ich werde nebenbei einfach ein bisschen rätseln. Mit euch schnacken. Was auf dem Herzen. Dass ich eine angenehme Stimme habe. Kann das sein? Berechenbar, der Nushi. Aber Nushi, das ist genauso, also eigentlich, ich meine, das ist ja, also eventuell ist es gelogen, vielleicht ist es aber auch nicht gelogen, aber das ist ja genauso wie mit dem Lügen, weil wenn du Sachen zu oft sagst, dann glaubt man es dir, beziehungsweise, also man glaubt es dir entweder nicht mehr oder es hat keine Bedeutung mehr, wenn du es so oft sagst. Vor allem, wenn du es auch so vielen Leuten sagst. Aber ich glaube, das machst du eh nur, um mich zu ärgern. Wie das an den Treppenstufen klopft. Mögt ihr das auch? Ich meine, selbst diese Laser erinnern mich ein bisschen an The Witness. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das heißt, wir da waren wir und da haben wir den grünen gemacht. Wir haben jetzt den roten gemacht, dann können wir ja eigentlich in die Richtung weiterlaufen. Was haben wir denn hier für eine Farbe? Gelb. Drrrr. Mal den Sprint-Button. Jetzt weiß ich auch, warum es den gibt, weil man hier so elendig lange Treppen gehen muss. Ganz schön lange Treppe. Mal gespannt. Ich habe mich jetzt ja, die Walli, aka Endgegner, hat mir ja mal einen Link geschickt von einer Seite, die nennt sich Keymailer. Da kann man sich als Influencer anmelden und bekommt dann je nachdem, also da können halt Publisher und Entwickler ihre Spiele anbieten bzw. bewerben. Und wenn die einen für cool genug halten oder Influencer-mäßig genug, dann kann man darüber Keys requesten.
Und das ist vielleicht eine ganz coole Sache, um zukünftig dann mal so ein paar kleinere oder größere Spiele mal sich zu schnappen, die ich dann einfach mal wieder 2 Stunden anspielen kann oder so. Bin mal gespannt. Ich habe jetzt schon eins requested, was vielleicht nicht so klug war, weil ich noch gar nicht von der Seite selber bestätigt worden bin. In meiner Influencer-Haftigkeit. Wo Wally auch gesagt hat, dass das irgendwie bis zu einer Woche bei ihr gedauert hat schon mal. Ja. Da bin ich mal gespannt. Das wäre auf jeden Fall cool, wenn man dann mal so ein paar Steam- oder Switch-Spiele, da wäre zum Beispiel auch Age of Empires 3 wäre da dabei. Das würde ich ja auch gerne mal anspielen. Also es wäre halt auch so ein Spiel, das will ich eigentlich ungern kaufen, weil ich noch gar nicht weiß, will ich das überhaupt spielen. Aber wenn ich dafür einen Key kriegen würde, auch wenn es nur eine Demo wäre oder so, das muss ja jetzt kein Vollpreistitel sein oder kein vollwertiger Key, das komplette Game. Auch, ich weiß auch noch gar nicht, ob das mal so ist oder ob das immer richtige Keys sind oder wirklich für irgendwelche Demos. Aber halt einfach, um so 2 Stunden mal das Age of Empires 3 anzuspielen oder Torchlight 3 ist auf der Seite auch da. Cyberpunk habe ich jetzt persönlich nicht gesehen, weiß ich nicht, ob die da auch Keys haben. Und bei Cyberpunk ist eh das Problem, das packt mein Rechner gar nicht. Wollte ich, glaube ich, gar nicht probieren. Aber das wäre halt eine ganz coole Sache. Dann auch eine etwas größere, weil sonst kann ich halt nur so Epic Game Sachen oder muss dann halt ständig irgendwie selber irgendwie kleine Spiele kaufen. Aber das könnte auf Dauer halt auch ein bisschen teuer werden, wenn man die immer nur 2 Stunden anspielt. Daher wäre das ganz cool. So, was müssen wir denn jetzt machen? Wir müssen den gelben da drauf kriegen. Und wir müssen den hier hochnehmen. Das heißt, theoretisch würde ich jetzt mal sagen, wir haben hier eine Treppe. Wir müssen uns hier einfach mehr oder weniger so einen kleinen Zwischendingsel machen. Von dem wir uns dann den Block rübernehmen können. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Weil ich habe nämlich auch eine Demo gesehen, oder ein Spiel, das ist auch, nee, das kommt glaube ich morgen raus, für Steam, oder nee, für Epic Games und für Switch, aber ich glaube sogar auch für PlayStation und so. Das sieht ein bisschen aus wie Dead Cells und ein bisschen wie, eigentlich sieht es aus wie Dead Cells. Soll aber scheinbar eine Mischung sein aus Dead Cells und Diablo. Also ein bisschen mehr in die Loot-Richtung gehen. Okay, kann man sich auch durchfallen lassen. Und da hätte ich eigentlich auch Bock drauf. Da habe ich dann halt auch geguckt, ob es von dem Spiel vielleicht eine Demo gibt. Aber gibt es halt leider nicht. Und dafür wäre halt dann die Seite ganz nice. Das ist jetzt auch das Spiel, was ich requested habe. In der Hoffnung, da vielleicht einen Key für zu kriegen, um das mal anzocken zu können. Und euch das vorzustellen. Damit ihr dann wisst, ob das ein geiles Spiel ist oder nicht. So ähnlich wie bei Hades. Ich finde das ja einerseits sehr schön, dass alle gerade Hades so abfeiern. Aber ein kleines bisschen macht es mich auch traurig. Dass ihr das nicht wegen mir spielt. Schades. Man muss Angie schnaufen. Du hast Hades vor mir gespielt, da weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wann du Hades gespielt hast. Kann sein, dass du es vor mir gespielt hast. Ich hab's ja im Mai. Oh, hier ist was passiert. Tut sich was. Zumindest habe ich ja deinen Stream dann durch Hades gefunden. Im April hast du es geholt. Ich meine, ich habe es auch vorher gesehen. Ich wusste das. Also das Spiel war mir vorher schon bekannt. Und es sah auch nach etwas aus, was ich spielen würde. Aber ich bin ja nicht so der Superfan von Early Access Spielen. Weil ich da eigentlich nicht so Bock drauf habe, das dann zu spielen und dann ist noch nicht alles drin. Also gerade bei ganz frühen Sachen bei Early Access, wo wirklich noch der Großteil fehlt. Aber auch dann später, das dann irgendwie dann erstmal wieder wegzulegen, weil du nicht weiterspielen kannst, weil du schon beim Finale bist quasi. Ist das die Stelle, wo wir vorhin waren? Ja, ne? Ich glaube schon.
Ausschlag höher als mein Mikrofon. Damit du dich nicht hörst, damit ich mich nicht höre. Also im Moment höre ich mich gar nicht. Also findest du theoretisch wahrscheinlich ein bisschen lauter. Ohne Probleme. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss hier gar nicht lang. Ich laufe doch jetzt gerade wieder komplett zurück zum Anfang. Müssen wir jetzt schon wieder zurück zum Anfang? Vermutlich nicht. Wo bin ich, Tim? Nee, das ist, ich glaube, ich bin hier komplett falsch. Ich muss nur leider den Cube halt wieder komplett mitnehmen. Hui. Oh. Ich hoffe, euch wird nicht schlecht. Rausnehmen und jetzt kann ich quasi zurückgehen und in der Dark World irgendwas machen. Cool, aber wenn ich den jetzt zerfallen lasse, dann ist ja Dark World schon wieder zu Ende. Da hinten leuchtet auch was. Vielleicht soll das ein Zeichen sein, dass ich da hin soll. Kobe! Muss ich irgendwas machen? Oder erstmal nur zugucken? Ich liebe auf jeden Fall schon mal den Soundcheck und ich liebe die Optik. Ah, ich muss E drücken, um stets unter, also hinter mir quasi. Okay, was geht hier ab? Soll ich das Ding, ich weiß nicht, ob ich das hochheben möchte. Soll ich das wirklich hochheben? Also wir können ihn auf jeden Fall hochheben und da bleibt es quasi wie ein Dingsel am Bäumchen. Krass, wie das Ding hier irgendwie... Das ist irgendwie so ein Kaputtmacherstein.
Oh, der verzerrt schon krass die Perspektive, oder? Gott, Hilfe. Viele Wege führen nach Rom. Okay. Es öffnet sich eine Tür. Schon ein kleiner Mindfuck der Würfel. Oh, hängen geblieben. Scheinbar einfach erstmal lang. Hier trennen sich die Strahlen und gehen außen rum wahrscheinlich. Jetzt müssen wir den hier reinsetzen. Wir haben einen Regenbogenwürfel. Und sonst einen Regenbogenbaum. Hallöchen, Belil, Kleinbar. Herzlich willkommen. Hallih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 
Und ein sehr großer Raum. Ui. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist gelb. Cool. Gut, wir haben hier zwei Würfelchen. Ja. Gesundheit. Eieieiei. Wird hier von hinten angenießt. Ein Herzinfarkt. Also wir haben zwei Würfel. Wir müssen beide dahin. Einer links und einer rechts. Aber was ist das hier für ein Weg? Ach so. Das heißt, wir hätten ja auch einfach durchlaufen können oder was oder wie. Scheiße. So einen Würfel mal mitnehmen sollen. Das ist aber auch ein Trick. Vielleicht klappt das so gar nicht. Huch. Ne, hier war rein, oder? Können wir rüberlaufen? Hm. Das wäre ja recht einfach, weil der Weg erscheint mir, glaube ich, theoretisch irgendwie einfacher als der andere. Da gehen wir trotzdem mal den Weg rechts rum. Aber wenn wir hier runter gehen, das heißt, da müssten wir eigentlich... Oder ist das hier auch ein Mindfuck? Wir gehen bei dem einen Weg hoch und bei dem anderen Weg runter. Okay, es ist, glaube ich, einfach nur just for the Mindfuck. Na gut. Wo sind wir hergekommen? Von ganz unten oder aus dem Weg? Wieder in dem Ding drin. Das ist auch wieder ein Shortcut. Wieder beim Baum. Das macht meinen Kopf kaputt. Den brauche ich noch. Glaube ich. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht. Das Level erinnert mich jetzt ein bisschen an das eine Vectronom-Level. Schönes Muster so irgendwie für, weiß ich nicht, Tapete, eine Gardine oder so. Nicht Gardine. Ups. Können wir denn irgendwas rauslesen, wo wir hin müssen? Daran. Oder suchen wir einfach auf gut Glück nach diesem Knopf? Und einfach mal hier eine andere Perspektive dingsen. Ich jetzt ja dran, ne? Bling. Oh boy. Müsste das nicht heißen, oder bin ich doof? Soll das nicht heißen, dass hier irgendwann sowas kommt? Hm.
Finde den Ausgang. Vielleicht heißt es aber auch einfach, ich muss halt auf diese Seite kommen. Aber wie? Jedenfalls finde ich jetzt auch den Ausgang nicht mehr. Also, oder Eingang oder wie auch immer. So, aber wir hatten ja rot, das ist jetzt rot, ne? Oh. Rot und orange hatten wir ja schon. Gelb hatten wir auch und das ist ja dann, ne, das ist grün. Grün hatten wir noch nicht. Orange. Kommen wir so rüber? So kommen wir scheinbar rüber. So, jetzt sind wir auf Violett, da waren wir noch nicht. Jetzt müssen wir noch den komischen Button finden. Wo ist denn jetzt der Button? Es ist sehr windig. Meinst du Ingame oder hast du gerade Wetterbericht Hamburg gehört? Ingame, okay. Also richtig habe ich das Level trotzdem noch nicht verstanden. Wir müssten doch eigentlich irgendwie, irgendwo zufällig so einen Button sehen, oder nicht? Den wir rauskommen. Kann doch eigentlich nicht sein, dass ich den gar nicht sehe. Aber ich meine, ich habe ja auch irgendwann den Ausgang nicht mehr gefunden. Ich meine, so ein... Ah, da ist was. So ein bisschen habe ich ja das Gefühl, dass das vielleicht nicht die besten Art Rätsel für mich sind. Ich meine, bei Superliminal habe ich mich ja zum Teil auch schon ein bisschen schwer getan. Aber ich glaube, Perspektivenrätsel sind nicht so meine Stärke. Was sehen Sie? Ein Würfel. Alles Ansichtssache. Hehe. Okay, das ist auf jeden Fall der Würfel von dem Baumschein, ne? Weil das ist ja dann dieser. Zack. Zack. Ah, okay. Hier müssen wir jetzt den blauen Würfel da drauf tun, damit wir da die Plattform vervollständigen. Das habe ich verstanden. Aber warum haben wir zwei Bäume dafür? War nur, weil das gespiegelt ist, oder? Oder müssen wir... Ne, den zweiten müssen wir wahrscheinlich mitnehmen für die andere Seite. Wait a Sekunde. Eigentlich müssen wir den. Wir müssen wahrscheinlich nur einen rüberbringen. Oder? Achso, warte mal. Aha, da ist noch was. Oh shit. Ah, scheiße, jetzt hätte ich den anderen da hinlegen sollen. Okay, das habe ich nicht gesehen. Verdammt es. Na gut. Aber immerhin. So, wo ist das denn? Kommt das ungefähr hin? Reicht das?
Na, die Frage ist. Kann ich den kann ich nicht mitnehmen, ne? Irgendeine Möglichkeit, diesen Würfel mitzunehmen? Glaub nicht. Können wir den ja eigentlich auch da stehen lassen? Ich wollte hier mal so ein bisschen das Ding machen. Achso, wir können ja einfach durchlatschen, Idiot. Ich habe jetzt schon gerade überlegt, wie ich jetzt wieder an der Wand langlaufe, um. Der natürliche Instinkt sagt mir wieder, okay, ich komme da raus und laufe einfach geradeaus weiter, aber mein Gamer-Instinkt sagt mir, ich laufe erstmal in die andere Richtung. Aber ich glaube, ich trinke erstmal einen Schluck. Niemand im Chat hat Wassermarsch erhalten, weil es das nicht gibt. Vielleicht sollte ich auch Wassermarsch machen. Jetzt kann ja eigentlich nicht schaden, dass ich auch was trinke. Dann mache ich es super billig, dass ich wirklich nur einen Schluck nehme. Ist das das gleiche? Nur auf einer anderen Seite? Aber nenne es anders. Trink was. Ja. Er trinkt was. Hat Ramen mit Krabbe freigeschaltet. Nope. Lies. Lügenuschi. Jetzt frage ich mich, ob ich vielleicht doch in die andere Richtung hätte gehen sollen. Ja, aber ich glaube, das ist das gleiche. Das wäre der Ausgang gewesen. Ich bin jetzt einfach nur den längeren. Er trinkt. Das ist einfach nur jetzt der längere Weg gewesen. Oh, der ist aber schön. Der hat jetzt sogar zwei Farben. Oh. Weil der trägt seine Früchte ganz oben. Ach ne, das sind die Früchte von der anderen Seite. Aber ich kann sie von beiden, weil das ein Doppelbaum ist, der von beiden Seiten gedingst ist, kann ich die dann wahrscheinlich auch auf der Ebene bewegen. Bewege. Ein Multifarbenbaum. Aber auch ein schöner Farbverlauf. Könnte man gut für eine Firma verwenden. Was raffst du denn an dem Spiel nicht? Ich weiß, es ist immer ein bisschen schwer, wenn man es selber nicht spielt und jemand nur dabei zuguckt. Ist dir ein Ticken zu schnell? Wie kann ich dir denn helfen? Warum? Was passiert da? Aha. Das ist ja interessant. Damit ich sehe, wo das hinfällt. Nehmen wir auf jeden Fall auch noch einen. Aber hier passt ja sogar schon einer. Also ich meine, ich weiß nicht, was ich dir großartig beantworten kann, aber also ich kann dir natürlich von der Story oder so nichts beantworten. Aber das, was ich halt kann, ist, ich kann an eine Wand gehen und wenn ich da, man sieht man ja hier diesen Punkt, das ist jetzt quasi die rote Ebene. Das ist jetzt die violette Ebene, dann gibt es ja noch die gelbe Ebene, die grüne Ebene. Das wäre jetzt grün. Das hier ist blau. Und ich kann halt entsprechend die Wand drehen. Oder die Perspektive drehen.
Was kann ich dir denn noch sagen? So, was müssen wir denn mit den roten Cubes machen? Was? Wie geht's dir? Ganz gut eigentlich. Und dir? Wo müssen wir denn mit den roten hin? Vermutlich müssen wir mit den roten nach da oben, ne? Scheiße, ich häng fest. Abschoko. Ach, wir müssen mit den roten wahrscheinlich die hier festhalten, oder? Dass die an ihrer Position bleiben. Was machst du denn jetzt hier? Achso, der ist hier hängen geblieben an dem Dingen. Aha. Das heißt, wir müssen mit den roten die wahrscheinlich festtackern irgendwie. Aber wie? Wo müssen wir denn nachher hin? Wir müssen nachher an die Ebene. Grün. Oder nicht? Es geht wahrscheinlich darum, dass ich jetzt den einen hier, der jetzt drauf ist auf dem Teil, muss ich jetzt irgendwie festhalten. Wo fällt der denn hin? Theoretisch. Darf ich das überhaupt? Komm ich mit den Cubes hoch genug? Lege ich einfach zwei aufeinander? Damit der eine zumindest fest ist? Oder sind die, warte mal, sind die gleich hoch? Ich würde so sagen, schon. Okay, also der müsste den auf jeden Fall halten. Wie schmeckt der Schoko? Moin. Achso, du meinst die Schoko. Ja stimmt, die haben wir noch nicht gegessen, weil wir noch keinen offiziellen Nushi Jasmin Ausleihfilm geguckt haben. Also zur Erklärung von dem Rätsel, das Problem ist ja so ein bisschen die roten. Also ich kann jetzt den roten nicht hier irgendwie an die Wand pappen oder so. Weil die haben halt Schwerkraft quasi immer zu ihrem eigenen Boden, zu dem roten Boden. Deswegen musste ich das jetzt, oder denke ich zumindest, dass es hat ja zumindest funktioniert. Aber dass ich jetzt quasi so dadurch einen Block gebaut habe oder eine irgendwas, was das dann quasi festhält, wenn ich dann die Wand drehe. Weil du siehst ja, die bleiben ja so stehen, die bewegen sich, die fallen jetzt hier nicht runter, weil die bleiben halt an ihren eigenen Boden quasi dran magnetisiert, tackert. So. Die Frage ist, will ich auch noch? Habe ich auch noch irgendwas zu naschen? Sie hab ich nichts zu naschen. Ah ne, sie hört mich ja nicht, wenn ich so leise rede. Gibt noch allerlei Kekse. Dann auch von mir noch. Ne, von mir ist nichts mehr im Kühlschrank, ne? Irgendwie schokoladentechnisch. Die Daimen habe ich aufgegessen. Die Knusperkekse habe ich aufgegessen. Brombeeren habe ich aufgegessen.
Zitronenkekse, okay, die zwei wahrscheinlich noch. Glutenfreie Schokocookies, russisch Brot. Und Spekukatius. Kinderriegel, ein Merci. Merci, dass es dich gibt. Oreo Thin. Das klingt verlockend. Ich kenn's auch nur die normalen Oreos. Was heißt denn Oreo Thin? Ist da der Keksanteil geringer oder der Cremeanteil? Wahrscheinlich der Cremeanteil ist geringer, ne? Beides? Okay. Das ist ja Quatsch. Worst of both worlds. Wer denkt sich denn sowas aus, wo von allem einfach was weg wird? Sonst müsste es ja eher eine Oreo Double geben. Wo man von beiden noch mehr drauf tut. Oder einfach doppelt so groß. Naja, Nachos sind auch noch da. Ja, aber ich glaube, jetzt wäre ich auch ein bisschen mehr in so Keksi-Stimmung. Gibt es auch doppelt so große Oreos? Nachos. Chili con carne. Muschi hat übrigens auch gesagt, oder komisch reagiert, als ich gesagt habe, ich habe Chili con carne mit Nudeln gegessen. Gibt es irgendjemanden im Chat, der Chili con carne mit Nudeln isst? Hoffentlich hat Johnny das nicht. Hoffentlich streamt Johnny schon, dass er das nicht mitbekommt. Kann es sein, dass ich die ganze Zeit mit dem falschen Game... Ich hab... oder? Warum wird mir denn noch Crown King angezeigt? Der Crown Trick. Ah, jetzt hat das... Alter, hab ich mich gerade erschrocken, dass ich die ganze Zeit mit Crown Trick streame und keiner sagt was. Da habt ihr ja nochmal Glück gehabt. Die Musik ist gerade schön. Soll ich hier mal hochgehen? Hey! Hey! Ja, ich würde vielleicht die Oreos nehmen. Wenn du magst. Wenn du Lust hast, mir die zu bringen. Das wäre lieb. Ja, aber das ist doch eine austauschbare Beilage. Achso, Johnny sagt, es ist kein italienisches Gericht, er würde Reis präferieren. Ich finde es aber auch ein bisschen langweilig, das immer mit Reis zu essen. Also klar, das geht auch, aber ich finde, Nudeln gehen halt genauso wie Reis, geht genauso wie Nachos oder was weiß ich. Kannst du wahrscheinlich auch mit Spätzle essen. Ist doch alles der gleiche Quatsch, bloß in einer anderen Form. Chili con carne mit Kroketten. Ach, herrlich. Ist der Johnny immer noch bei Nio dran oder hat er heute wieder hartes Tag? Damit muss ich tagtäglich arbeiten. Ich weiß gar nicht, warum du immer so negative Vibes rüber winkst. Dankeschön. Ganz müde aus, Schatzi. Ich hoffe, wir müssen heute ganz zeitig Schluss machen, mich mein Schatzi ins Bett bringen. Ich glaube, ich muss mal muten und die Verpackung aufmachen. Was ist das? Ein Oreo for Ants? Ich muss aber persönlich sagen, mit Nachos, also mit Nachos habe ich zum ersten Mal Chili con Carne gegessen, seitdem ich mit Angie zusammen bin. In unserer Ossi-Familie gab es eigentlich
fast ausschließlich Chili con Carne mit Nudeln. Ich weiß noch, dass einmal ein Kumpel von mir aus der Schule bei uns war oder bei mir zu Besuch war und dann bei uns mitgegessen hat. Da gab es auch Chili con Carne mit Nudeln. Dann war er total überrascht davon, dass man Chili con Carne mit Nudeln essen kann, und es hat ihm total gut geschmeckt einerseits, und weil die das bei sich zu Hause immer komplett ohne alles gegessen haben, also nur Chili con Carne, ohne irgendeine Beilage, kein Brot, kein Toast, kein Nachos, kein gar nichts. Teise. Habt ihr denn schon mal Chili con Carne mit Nudeln gegessen überhaupt? Vielleicht könnt ihr es auch einfach gar nicht einschätzen, wie gut es schmeckt. Und ich finde, als Italiener kann man ja auch einfach mal sagen, dass Chili con Carne mit Nudeln halt auch irgendwie geil schmeckt, weil Nudeln halt einfach super sind. Die sind aber schon so ganz geil in dieser Thin-Version. Fällt mir ganz gut. Wenn dafür trotzdem die gleiche Menge an Oreo drin ist, nur in dünnerer Form, dann finde ich die gar nicht so schlecht. Genau, erst meckern und dann gut finden. Esst mal Chili con Carne mit Nudeln. Und Apfelmus mit Vanillesoße, das ist auch super. Ich finde das Spiel bis jetzt sehr schön, der Soundtrack ist super. Er hat zum Teil in den etwas fieseren Szenen bisher so ein bisschen Blade Runner-Touch gehabt, das mag ich sehr. Ich weiß nicht, ob mir die Rätsel so liegen mit diesen Perspektiven-Kram, aber ich finde es erstmal bis jetzt, finde ich es gut. I like. Wir sind nur gerade ein bisschen vom Weg abgekommen, weil wir uns über Chili con Carne mit Nudeln unterhalten haben. Warum ist hier so ein Q? Oh, fuck. Irgendwie befürchte ich, ich hätte das nicht machen sollen. Egal, wir machen es jetzt einfach. Wird sich schon irgendwie ein Secret verstecken. Ach, scheiße. Hätte ich jetzt vielleicht irgendwo anders hinspringen sollen? Sollen wir dafür auch eine Chat-Umfrage machen? 7-Tage-Pizza. Findet ihr das gut oder schlecht, wenn ihr in eurer Beziehung mehr oder weniger frei auswählen könntet, was ihr essen wollt? Und dann nicht unbedingt großartig auf die Wünsche eures Partners eingehen müsstet. Scheiße, bin ich hier überhaupt noch oder bin ich jetzt komplett im Loop gefangen? Gar nichts. Sind wir wahrscheinlich durch so eine Tür reingekommen, ne? Aber wir können ja vom Baum diesen Cube einfach komplett wieder resetten. Das heißt, es ist nicht ganz so schlimm. Genau, wie macht ihr das denn? Wie wählt ihr Rezepte aus? Aber vielleicht seid ihr halt einfach so, dass beide in eurer Partnerschaft dann halt einfach sagen, okay, ich hab Bock auf das, ich hab Bock auf das, wir machen von jedem eins oder so. Aber ich hab halt relativ selten Bock auf irgendwas, das heißt, ich esse einfach immer irgendwie alles. So macht man das auch. Es gibt ab und zu Tage, da habe ich Bock auf irgendwas Spezielles und dann sage ich das auch. Aber an den meisten anderen Tagen ist mir egal, was es zu essen gibt.
habe 3 Kinder. Die Frau macht meistens 2 Gerichte, damit für jeden was dabei ist. Boah. Ich meine, wir waren keine 3 Kinder, aber ich glaube, bei uns hätte es... Ja, weiß ich nicht. Ich meine, vielleicht gab es sowas bei uns auch ab und zu mal. Kann ich mich jetzt gerade nicht so dran erinnern. Aber ich glaube, bei uns war eigentlich immer quasi die Regel, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Aber vielleicht bin ich deswegen auch so. Was ist denn jetzt mit diesem Baum? Ich will wissen, warum hat der Baum so einen Würfel und wofür brauchen wir den? Ich sehe nirgends ein gelbes Dingsel. Was hier vielleicht irgendwo ein gelbes Dingsel? Apropos Rosenkohl. Hä? Achso, du hast ja vorne ausgeschrieben. Bei uns gab es das bei Würsing. Habe ich gehasst, deswegen habe ich immer Rosenkohl bekommen. Willst du etwa gerade wieder ein Rezept vorschlagen? Wir sind ja von da gekommen, es macht halt auch eigentlich nicht so wirklich Sinn, da lang zu gehen. Oder sind wir von da gekommen? Wo bin ich denn gekommen? Nee, das heißt, hä? Ich muss ja von da gekommen sein. Ich finde aber, das ist eine Unterstellung. Und gute Nacht, Nushi. Schlaf gut. Die Aufgabe ist eigentlich nur weiterzulaufen. Also ich habe ja da unten die Tür aufgemacht und könnte da jetzt einfach durchgehen. Danke fürs Zuschauen, Nushi. Schlaf gut. Grüße an Jasmin. Schlaft beide gut. Nee, ich glaube, der Nushi... Nushi war noch gerade beim Johnny und muss jetzt ins Bettchen. Deswegen hat er die Frage vermutlich nicht mitbekommen. Also ich könnte einfach da durchlatschen, aber was mich halt ein bisschen wundert, an diesem Baum hier ist halt noch so ein Würfel dran. Und deswegen frage ich mich halt, wo soll ich mit diesem Würfel hin? Beziehungsweise, das kann ich mit diesem Würfel machen. Aber vielleicht muss ich den Würfel auch einfach in die Richtung mitnehmen und hier einfach mal abstellen oder so. Das macht eigentlich auch keinen Sinn. Vor allem, der fällt ja eh wieder nach unten. Also diese farbigen Würfel, die orientieren sich halt immer an ihrer... Also siehst du ja da unten jetzt den gelben Rahmen. Wenn ich den jetzt hier ablege, dann fällt der halt da auch... dahin, wo der gelbe Kasten unten ist. Die orientieren sich halt, die haben halt Gravitation zu ihrer Fläche. Wir befinden uns jetzt quasi auf der gelben Fläche. Und wenn ich die Perspektive wechsle, dann bleibt er da hängen. Gravitation. Aber ich kann den halt auch auf der Ebene nicht aufheben. Ich kann den nur aufheben, wenn ich mich auf der gelben Ebene befinde. Also hier könnte es tatsächlich sein, dass hier irgendwie ein Secret versteckt ist, was ich aber nicht raffe. Aber naja, jetzt liegt der Würfel auf jeden Fall schon mal unten. Vielleicht hilft uns das ja für irgendwann mal. Die Frage ist, will ich wirklich in dieses Labyrinth rein? Ich glaube nicht. Frage ist vielleicht eher, will ich irgendwie die Perspektive ändern, um da runterzufallen auf dieses Dingen da? Oder will ich außen an der Wand langlaufen? Obwohl.
theoretisch zumindest auf so ein Ding fallen lassen. Ich brauche jetzt keinen gelben Würfel. Oh, da ist ja ein Loch. Da ist ja kein Boden drin schon. Wäre ich da etwa auch einfach durchgefallen? Vermutlich. Nein, wir brauchen den gelben Würfel. Fuck. Scheiße. Kriege ich denn den gelben Würfel da raus? Was ist denn der gelbe Würfel eigentlich? Ist der jetzt da oben? Ich glaube, der ist da oben, ne? Nicht unten. Ist eigentlich noch da hinten. Hilfe, wo bin ich? Genau, ich kann komplett in jede Richtung oder auf jede Fläche, also siehst du ja immer an dem Cursor. Also ich hoffe, man erkennt es auf dem Stream, das ist jetzt quasi so die violette Ebene, wir befinden uns gerade auf der grünen. Kann man sich wahrscheinlich irgendwie vorstellen wie so ein Würfel von so einem 3D-Modell. Wir können die Perspektive beliebig ändern, aber der Würfel hat halt immer Gravitation zu seiner eigenen Ebene und ich kann den Würfel auch nur anfassen und mitnehmen, wenn ich auf der gleichen Ebene bin. Ansonsten bleibt er einfach halt an seiner Position stehen. Und unser Rätsel ist jetzt scheinbar, den gelben Würfel irgendwie rauszukriegen. Damit wir den quasi auf diese Ebene da fallen lassen können, also auf einen von diesen komischen Dingern da. Die große Frage ist nur, wie kriegen wir den Würfel hier überhaupt raus? Vermutlich müssen wir das hier hinkriegen, ne? Hier müssen wir wahrscheinlich den Würfel hinkriegen, auf diese Ebene. Hier, dann war es eigentlich wahrscheinlich doch gar nicht so falsch. Wir den hier hinlegen oder vielleicht sogar hier. Wo geht's denn da hin? Ist da irgendwas? Wir machen es einfach. Gucken mal, was passiert. Hier, scheinbar liegt der Würfel. Ne, wo ist der denn jetzt? Er schwebt irgendwo in der Luft, scheiße. Hätte ich noch weiter auf der gelben Ebene bleiben müssen, damit er noch weiter fällt. So, da hinten habe ich gesehen, oder hier. Der ist jetzt auf jeden Fall auf diesem Dach gelandet. Das heißt, wir können jetzt auf so ein Ding springen. Ne, warte mal, ich muss ja erstmal die Perspektive ändern. Gelbe Ebene wiederkommen. So. Jetzt können wir auf das Ding springen. Und was sich reimt, ist gut. Hoffe ich's. Ja, okay. Nicht so ganz. Genau,
Das ist im Prinzip eigentlich hier immer dupliziert in alle Richtungen. Also es ist schon echt ganz cool. Coole Mechanik auf jeden Fall. Aber ich würde fast sagen, die Frage ist, kann ich speichern? Weil unsere 2 Stunden sind schon um und ich habe ja gerade gesagt, ich glaube, ich würde heute mal sehr pünktlich Feierabend machen. Mich noch ein bisschen um Anki kümmern. Da würde ich fast sagen, speichern wir hier mal. Und dann war das unser erster Eindruck von Manifold Garden. Ich fand es bisher nicht schlecht. Wie gesagt, schöner Soundtrack. Ich mag den Stil. Die Art der Rätsel mag ich auch. Ich habe nur ein bisschen Schiss, dass mir die vielleicht sogar ein bisschen zu schwer sind auf dem Teil. Aber gut, bis jetzt ging es eigentlich. Eigentlich kam ich bis jetzt noch relativ okay durch. Ich denke, wenn mir danach ist, nächsten Donnerstag oder vielleicht sogar schon am Wochenende morgens, weiß ich noch nicht, dass wir das, denke ich mal, nochmal weiterspielen. Aber dann würde ich sagen, callen wir es a day für heute. Danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann eventuell beim zweiten Teil wieder.